Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Warum Symphonia die ganze Zeit? Tut mir leid, willkommen zurück zu Tales of. Ich fange nochmal an. Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Vesperia Definitive Edition. Nein, das werde ich nicht rausschneiden, diesen kleinen Fail. Also, was gerne mal auch zum Let's Play. Wir sind jedenfalls die. Moment. Oh wow, was ich sagen wollte, wir sind offensichtlich die meistgesuchten Personen des Landes. Was zum Henker? Ich glaube, das wird widerlich. Die Blume da stört überhaupt nicht. Die Blume da stört überhaupt nicht. Oh Mann, ihr kriegt gerade alle auf den Sack, kann das sein? 30 von beiden. Ich bräuchte ja eigentlich was, was 60 herstellt, aber ich hab nichts. Die Musik ist cool. Moment, wie setze ich. Nein, 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 nein! Hallo, ich bin betäubt! Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade dieses Limit versuchen. So, jetzt mache ich dich alle. Aua. Ja, ja. Friss den und den und den und den und den und den. Wow, geil. Nein. Ich bin tot umgefallen. Könntest mich bitte heilen. Wiederbeleben, meine ich. So, da bin ich wieder. Was zum... Hörst du? Was zum? Gut, Rita kriegt gerade auf die Schnauze. Das gefällt mir nicht. So, jetzt reicht's. Ich muss diese Mini-Tiere loswerden, sonst nerven mich die ganze Zeit. Ah! Du kannst nicht alles abwehren. So, ich kann zwischendurch mal wieder heilen. Gattosu, Junges. Und Gattosu. Gattosu. Ein Junges ist weg. Rita braucht. Warum geht das nicht? Kann mir das irgendjemand sagen? So, dann eben so. Wow! Ja! Nein! Achso, weil Rita tot ist. Oh nein, mein Hund! Du Hund! Ja, du Hund! Oh oh. Ich glaube, jetzt kriege ich gleich auf die Nuss. Ey! Nein! Ich hab's gerade gesehen, ich bin vergiftet, aber. Moment, du heilst grad. Und Rita zaubert grad. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt einfach Dreieck drücken können, aber habe ich zu spät gemerkt. Nein! Du machst gerade First Aid, aber auf wen? So, jetzt bist du fällig! Ah! So. Ich hab die gutste Stunde genutzt und das Vieh jetzt ordentlich vermöbelt. Was? Das ist ein Gebrüll? Und ein Rita. Oh gut, du hast Rita geheilt, aber ich werde sie sicherheitshalber nochmal heilen. Obwohl ich da. Ganz im Ernst, warum kann ich sie nicht heilen?
Ich verstehe es nicht. So. Ja. Jetzt musst du einstecken. Boah, ja. Nein. Ja, toll. Rita ist gerade umgekippt. Aber es macht nichts. Ich werde sie jetzt wiederbeleben. Du mit deinem scheiß Limit-Move da. Ja, super. Ach du Scheiße. Mein Hund muss gerade einstecken. Toll. Du hast keine erste Hilfe, oder? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich muss warten. Ja, jetzt. Apfelgummi, Orangengummi, Mischgummi. Warum kann ich euch nicht... Ich verstehe es nicht, warum ich euch nicht heilen kann, ganz im Ernst. Oh, das war knapp vor allem. Ich drücke immer zu schnell, es tut mir leid. Oh Gott. Das Bild von Repeat sieht gerade irgendwie süß aus, aber gut, da kann ich nichts dran. Verdammt, wie? Ein Trank des Lebens. Scheiße. Kann ich es trotzdem verwenden? Ne, kann ich nicht. Ja, weil deine TP auf 0 sind. Das heißt, ich muss dich jetzt wieder beleben. Ja. Wow. Wir sind so vernichtet worden gerade. Und noch eins, so. So. Wenigstens 3 von 4 sind jetzt wieder komplett fit. Repeat, mein Hund. Das wirst du bereuen, du Bestie. Ich könnte rein theoretisch, weil mein Hund jetzt gerade weg vom Fenster ist, werde ich Carol reinpacken. Das könnte tatsächlich nicht schaden. Dafür ist es richtig gut, mehrere Teammitglieder zu haben. Weil wenn eins kampfunfähig ist und man kann nichts dagegen daran ändern, dann kann man schnell austauschen. Hier komme ich nie vorbei. Ach, ich habe den Ring gehabt, ich hätte dich abknallen können, aber wahrscheinlich hätte das auch nichts gebracht. Ja. Hallo! So. Booms. Ey. Giftzahn? Nein. Achso, es hat sich hingelegt. Netter was? Hilfsschlag? Warum gehst du jetzt in die Offensive? Ja, ja. Gut, du bist stärker, das ist gut. Was hast du gerade erlernt? Du warst das, oder? Netter Hilfsschlag. Schreib mit der Waffe eine Formel auf den Boden. Stellt kleine Mengen KP des Freundes in Reichweite. Oh. Okay.
beautiful. This is... Look, Yuri. It's the ocean. I can see that. The wind feels great. I've seen pictures in books before, but I've never seen it up close like this. Well, people don't usually travel outside the barriers. If we keep going, we can see all sorts of things, like the jungle or the city of waterfalls. There are so many more things we could learn, if only our journey would continue. I guess it's true. I really was living in a small world. That's a rare moment of sincerity coming from you. It's your first time seeing it too, right? Well, yes, but... Aww. You must have had such a lonely life, tied to your research like that. Having you pity me makes me want to jump off this cliff. This water has traversed the world's oceans and has seen all there is to see. The ocean binds the lands of our world together. Here she goes again. It's really just one big puddle, you know. Whatever. You were pretty moved back there too. Huh? So this is the world as he sees it. Yuri? Flynn must have stood on this spot earlier and looked out at the same scene. That's true. His duties do take him to many different places. Always telling me to catch up with him. Easy for him to say. Nor Harbor is just around the corner from Emmett Hill. We'll catch up to him in no time. That's not what I was talking about. Huh? What do you mean? All right, let's get moving before LeBlanc and friends show up again. Just follow the ocean road to the west after leaving here to get to Nor Harbor. We can't miss it. We'll have plenty more chances to see the ocean. Your journey will continue for as long as you want. It's all up to you. You've made it this far, haven't you? That's true. Last one down's a rotten egg! You're gonna fall if you don't watch out. Idiot. Ja, es kommt mir immer mehr vor, als ob Yuri und Estelle quasi die Eltern von Carol und Rita wären. Also so eine emotionale Szene. Also man muss sagen, die Tales of, also Bandai Namco hat ja die Tales of Freya gemacht, soweit ich weiß. Also unter anderem, sie haben auch Dark Souls gemacht. Und Dark Souls ist, also die Dark Souls Reihe ist mega geil und Bloodborne. Aber ich muss sagen, in puncto in Szene setzen, da haben sie hier echt nur richtig gemacht. Aha. Weil das ist richtig gut. Das ist richtig gut gemacht. Das könnt ihr mir glauben. Dieses Feld der Zerstörung will ich irgendwie auf maximal leveln, wenn es irgendwie möglich ist. Hau nicht ab! Mein Hund sitzt daneben und kann nichts tun. I hope we'll finally be able to meet Flynn when we get to Nora Harbor. I get the feeling we'll miss him again. He could be passing by the foot of the hill right now, headed back to the capital. But Flynn left us a letter. I'm sure he's waiting for us. We'll see. Why do we have to take such a convoluted path through this place anyway? It's your fault. How was I supposed to help that? Quit blaming other people and let's get moving. Otherwise, we'll end up missing him for sure. Right, let's hurry to Nor Harbor. Gib mir doch einen Start an. Ich glaube, das... Nein! Bei, was sind da rechts? Nein! Ein Hund. Eine Truhe und noch eine Truhe und ein Haufen Tiere. Ah. Ich glaube, das wird noch einen ganzen Haufen. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Aua! Jedenfalls einen ganzen Haufen. Ich weiß nicht, gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Du lebst noch? Ah, jetzt bist du weg. Erlernt. Stichhieb.
Das Schöne ist, du kannst zaubern, du kannst heilen. Also du kannst nicht zaubern, aber du kannst heilen und du... Aua, ich bin gleich tot. Nein! Du kannst heilen und du kannst richtig kämpfen, auch mit schweren Waffen. Das mag ich irgendwie. Ihr Idiotentiere! Nein! Hilfe! So. Dann eben so. Muss ich mir immer merken, L2 gedrückt zu halten, da kann ich mich frei bewegen. Ja, aua. Toll, irgendwie, ich habe die Taste gedrückt, aber Yuri wollte gerade nicht angreifen. Warum auch immer. Dann nimm der Hund. Ah, jetzt habe ich einen Vorteil. Sehe ich da richtig? Da oben sind zwei Truhen. Ja, das war richtig gut. Was sehe ich da gerade? Du bist gleich tot. Knirps. Carol, so heißt du. Ja. Aua. Ich muss eigentlich verhindern, dass ich drauf gehe. Sonst habe ich keine Chance mehr wiederbelebt zu werden. Ah, Trank des Lebens. Oh, danke, danke. Armet. Ich wollte dich eigentlich abknallen, aber die Truhe war im Weg. Ah! Toll, ist zweimal verhindert worden. Gut, der ist weg. Aua! Super. Jetzt kann ich es nicht mehr einsetzen. Aber wenigstens heilst du uns immer. Nektar, Rückschritt, alles super. So, da oben ist noch das Tier. Tatsächlich, das sind zwei Truhen. Trank des Lebens ein. Ich glaube. Verarzten. Stich. Nach einem Stich und einem Klingenschlag lässt du den Gegner von deinem Schild abprallen, okay? Ich kann nicht mehr heilen, verdammt. Na gut, dann muss ich eben so weiter. Sollte mein Carol sterben, dann werde ich Repeat wiederbeleben und ihn Carol ersetzen lassen. Wieso schützt du dich, du Mistvieh? So, boah, geil. Das ist zwar sauteuer, die Technik, aber sie ist stark. Alle auf ihn! Oh, der hat null Chance. Panzerschale und Äpfel. Heiliger Trank, gut. 2000 Gehalt, auch gut. Moment mal. Hacksteak. Juri kann doch kochen, oder? Bewirkt leichte Verbesserung des Angriffs. Stelle eine kleine Menge KP. Ja! Koch. Kochschnelltaste. Ah, es gibt auch Kochschnelltasten. Ja. Habe ich es jetzt gekocht oder habe ich es nicht gekocht? Weiß ich gerade nicht. Nein, hau ab wohl. What's this? Oh, that's a camping set. With this, you can set up camp and sleep without having to go to an inn. Oh, that's nice. Now you can go off and play Nature Boy whenever we sleep at an inn. And we'll sleep bunny too. What are you talking about? Camping sets are single use only. Rita, don't be so mean. That sounds really useful, Carol. Yeah, they're essential when you're on the road. In addition to camping sets, you could also sleep on mats. But camping sets are really the best thing to use. You can't get a better night's sleep with anything else. What wonderful timing. All of you look so exhausted from climbing. You look pretty pooped yourself. Yeah, we've got a ways to go before we get to town, too. Maybe we should set up camp here. All right, I'll get everything set up.
Oh, once you've camped somewhere, you won't be able to camp around there for a while afterward. Why's that? After camping at a certain site, the basic barrier that's included in the camping set will stop being effective for a while. Basic barrier? What's that? There's no Blastia like that. It's not a Blastia. It's just something that gives off a smell that monsters find unpleasant. That's why they call it a barrier. It can keep the monsters at bay for a night. But after enough time passes, the monsters get used to the smell. That makes sense. Well then, we'll leave the setup to you, Carol. All right, let's set up a camp a little bit further. Ja, toll, dass ich mich jetzt geheilt habe. Super. Richte auf der Feldkarte mit einer Matte, einem einfachen Zelt oder einer Barriere ein Lager ein, um KP und TP wiederherzustellen. Der Betrag hängt von dem Objekt ab. Das Objekt kann erst nach dem nächsten Kampf wieder zur Einrichtung eines Lagers verändert werden. Okay, da ich gerade alle meine Leute geheilt habe, so werde ich mir das Camping-Set aufheben. So, komme ich jetzt hier richtig? Bin ich jetzt hier richtig, meine ich? Ja, offensichtlich. Da rennt ein Mensch. Achso, du bist ein Räuber. Oder sowas in der Art. Ja, Räuber. Egal. Ey, ihr wagt es mich zu boxen? Mich? Warum seid ihr so mächtig? So. Und zwei Abwirkungen ist schön. Ich glaube, ich werde erstmal. Ja, Repeat ist leider immer noch besiegt. Aber nicht mehr lange. Ich werde dich heilen, Kumpel. Und. Gut, dann werde ich hier den Part erstmal beenden. Das war Tales of Vesperia Definitive Edition. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.